Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Momentan, man hört es schon so ein bisschen an der Hintergrundmusik, herrscht natürlich eine, nennen wir es mal, bedrückte Stimmung. Denn beim letzten Mal haben wir ein weiteres Mal, muss man ja schon fast sagen, buchstäblich hautnah erlebt, wozu Sin fähig ist. Er hat, so wurde es uns zumindest gesagt, über die Hälfte der Bürgerwehr mit einem einzigen Schlag vernichtet und ist danach einfach ins Meer zurückgekehrt. Nur die Frommen haben überlebt, so hat Owen es formuliert. Nur die sind mit ihrem Leben davongekommen. Und irgendwie hat man immer noch so das Gefühl, als hätten zumindest die beiden Minister, die beiden Erzprimasse, was ist die Mehrzahl von Erzprimas? Ihr wisst, was ich meine. Seymour und Kinnock auf jeden Fall. Es wirkt so, als hätten sie genau gewusst, was passieren würde. Und es war eigentlich auch ganz genau so vorauszusehen. Und es wurde mal wieder deutlich, mit normalen Waffen kann man Sin nichts anhaben. Wir müssen auf unsere Media zählen. Und genau deswegen müssen wir natürlich die Reise von Yuna, die Pilgerreise, fortsetzen. Und das werden wir an dieser Stelle natürlich tun. Wir befinden uns momentan auf der Josie-Straße. Und hier finden wir Basilisken, auch ganz typische Final Fantasy-Gegner. Hier im 10. Teil das erste Mal, dass sie hier auf dieser Straße auftauchen. Und die Viecher, man sieht es schon, Vorsicht, sein Anfunkeln, das ist seine Fähigkeit, verursacht Stein. Und Stein ist eine ziemlich eklige Fähigkeit, beziehungsweise ein ziemlich ekliger, eine eklige Zustandsveränderung, denn dann können wir uns nicht mehr bewegen, bis wir irgendwann geheilt werden. Deswegen sollten wir diese Basilisken möglichst schnell aus dem Weg räumen, haben eine Resistenz gegen Elektroattacken und haben immerhin 2000 KP. Wir kommen mal wieder drüber hinweg, ein bisschen zu kämpfen auf dieser Straße. Und wir können mal den neuen Retati von Tidus ausprobieren. Den haben wir bislang noch nicht gesehen. Der gleichzeitig bewirkt, neben den Schaden natürlich, dass der Gegner auch ein bisschen zurückschreckt. Und wir sehen schon, Monster B, oben rechts in der Leiste, ist dadurch ein bisschen nach hinten verschoben worden. Dadurch, dass er natürlich automatisch verlangsamt wurde. So, Yuna, du bist an dieser Stelle erstmal nicht unbedingt gefragt, denn, wenn ich mich richtig erinnere, kann unser lieber Kimari von diesen Gegnertypen eine Fähigkeit lernen. Natürlich per Dragonik, nämlich den Perseus-Atem. Und er hier macht den Perseus-Blick, der Gott sei Dank daneben geht. Denn genau diese Fähigkeit lässt uns zu Stein verwandeln. Ist in dem Fall Gott sei Dank schiefgelaufen. Wir werden uns erstmal auf einen Basilisken konzentrieren. Kraftbrecher mal sicherheitshalber auch draufhauen. Und Owen macht natürlich mit Abstand am meisten Schaden. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber wir probieren einfach mal den gerade erlernten Perseus-Atem. Ach, geht sogar auf alle Gegner. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das auf Basilisken überhaupt eine Wirkung hat. Wir probieren es einfach mal aus. Wenn wir Glück haben. Ne, natürlich sind sie immun. Das war eigentlich fast vorauszusehen, dass solche Steinviecher immun gegen Versteinerung sind. Okay, aber ein Versuch war es doch irgendwie wert, würde ich sagen. Setzen wir mal Walker ein, denn auch er hat letztens eine neue Fähigkeit bekommen, den Schlafhieb. Und den würde ich sagen, probieren wir mal bei den anderen Basilisken aus. Und es trifft. Und er wird für 3 Runden in den Schlaf versetzt und kann natürlich in der Zeit nicht attackieren. In der Zeit kümmern wir uns mal ganz in aller Ruhe um seinen Kollegen, der mit seinen physischen Angriffen sehr wenig Schaden macht. Yuna darf mal kurz rein, nur um zu blocken, damit sie die Erfahrungspunkte natürlich mitnimmt. Okay, sie ist gleich nochmal dran. Dann können wir sie auch gleich wieder auswechseln. Das Gute, wenn der Gegner schläft, der wird wirklich 3 Runden schlafen, bis wir irgendwann ihn physisch angreifen oder die 3 Runden natürlich vorbei sind. Was aber wiederum gleichzeitig bedeutet, dass wir ihn, solange er schläft, auch mit Feuerrad zum Beispiel attackieren können. Aber er schläft trotzdem weiter. Anders ist das, wenn wir ihn jetzt physisch angreifen würden. Das ist, glaube ich, genauso wie... Wobei, nee, in Pokémon ist das völlig anders.
Vergesst das, was ich sagen wollte. Ich schaffe gerade nur ein bisschen Schwachsinn im Kopf gehabt. Auf jeden Fall, mit Magieangriffen können wir auch schlafende Gegner weiter attackieren, ohne dass sie aufwachen. Und ja, ihr seht schon, wirklich gefährlich sind sie nicht. Und wo wir gerade bei Magieangriffen sind, Feuerraum Wasser hat unsere liebe Lulu beim letzten Mal ja auch gelernt. Genau, jetzt lernen wir ein bisschen schwimmen und diese neuen Angriffszauber testen wir gleich mal aus. Und wir sehen schon, der Schaden ist fast doppelt so stark wie bei Feuer bzw. bei Wasser. Tidus kommt mal wieder kurz rein, um dem hier den Gnadenstoß zu versetzen. So, ich weiß gar nicht, wie viel das Piet noch hat. Eine Runde dürfte es noch schlafen, deswegen blocke ich mal mit Orbin kurz ab. So, jetzt ist er wieder aufgewacht. Aber jetzt können wir ihn in aller Ruhe angreifen. Die liebe Lulu darf auch nochmal Feuerer draufhauen. Da ist es relativ egal, ob wir mit Feuerer oder Wasser angreifen. Und das reicht sogar schon aus. Also die neuen Zauber, die Lulu gelernt hat, die hauen rein. Und 280 HP. Das ist mal gar nicht so wenig. Und zwei Ability-Steroiden. Und passend zum Gegner kriegen wir auch eine Steinrute. Und ihr könnt euch vielleicht denken, was diese bewirkt. Natürlich ein Steinschlag. Allerdings, Steinschlag bzw. allgemein Versteinerung bei sehr vielen Gegnerarten wirkt das nicht. Also sehr viele Gegnerarten sind immun dagegen. Und mit Yuna greifen wir ohnehin nie physisch an. Von daher bringt uns das nicht so viel. So, ich würde sagen, auf der Josie-Straße, habe ich glaube ich schon gesagt, befinden wir uns momentan. Und die, die sich ein bisschen zurückerinnern, werden sich vielleicht daran erinnern, dass der nächste Tempel, schon wieder zwei Basilisken, dass der nächste Tempel der Josie-Tempel ist. Sprich, am Ende dieser Straße, am Ende dieses Wegs, dieser Weg wird steinig und schwer, by the way, und Owen wurde versteinert. Oh, und jetzt haben wir ein kleines Problem. Denn sollten alle unsere drei Kampfmitglieder versteinert werden, dann heißt es Game Over. Denn dann können wir nichts mehr machen. Wir können Versteinerung natürlich durch Items heilen. Nein, was macht ich da? Killer, Konzentration. Ich wollte eigentlich flüchten. Und wenn wir jetzt ganz viel Pech haben, oh, Gott sei Dank, haben sie keinen Perseus-Blick eingesetzt. Ich wollte nämlich und Schieß natürlich einsetzen, um abzuhauen. Die Steinstatuen bleiben dann einfach da stehen. Aber kein Problem, Versteinerung werden nach dem Kampf automatisch geheilt. Aber das Problem, wie gesagt, wir können mal kurz Potions zum Heilen benutzen. Das Problem ist, wenn alle drei Mitglieder versteinert sind, heißt es Game Over. Also da heißt es wirklich Vorsicht, nicht so wie ich gerade eben es getan habe. Das war wirklich sehr riskant. So, und ich möchte möglichst durch dieses Let's Play kommen, ohne einmal den Game Over Bildschirm zu sehen. So, in Anführungszeichen neue Gegnertypen, wobei die haben wir auch schon alle auf der letzten Route gesehen. Trotzdem nehmen wir die mal ganz kurz mit. Der Raptor erstmal aus dem Weg. Wobei, eine Fähigkeit könnte ich gleich noch zeigen. Wir machen erstmal die Pflanze hier noch weg, der zum Glück nicht mit Pollen kontert. Stattdessen kann Lulu mit Feuerer den kleinen Blümchen den Rest geben und ein Vernichten sogar dabei raushauen. So, denn jetzt können wir mal ganz kurz wieder ein bisschen durchwechseln. Kimari kann mal blocken. Und mit Owen möchte ich nämlich jetzt auch die neue Fähigkeit Bodyguard, die ich wahrscheinlich nie wieder aktiv in einem Kampf nutzen werde. Aber damit ich die auch mal gezeigt habe, setze ich jetzt mal Bodyguard ein, um euch zu demonstrieren, was gleich passieren wird. Mit Lulu blocke ich auch mal eben ab. Denn genau das passiert, wenn der Gegner versucht, einen unserer Mitstreiter anzugreifen, wirft sich Owen einfach in den Weg. Kann natürlich nützlich sein, weil Owen ein echtes KP-Monster ist, aber so wirklich aktiv nutzen werde ich wahrscheinlich im Kampf sowieso nicht mehr. Yuna darf nochmal eben kurz blocken und ich möchte natürlich möglichst viel zeigen, dazu gehören auch natürlich auch viele Techniken. No time to waste. Let's go. Aber jetzt wieder Owens Standardspruch, die Reise ist lang und deswegen müssen wir weiter vorangehen Richtung Josie-Tempel. Und ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass der Soundtrack, der aktuell im Hintergrund zu hören ist, immer noch Wandering Flame ist, aber irgendwie hört er sich stark verändert an im Gegensatz zu der Original PS2-Version. Wir haben uns hierher zurückgezogen, um uns neu zu formieren. Obwohl eigentlich nicht mehr viel zum Formieren übrig ist. Verdammt, ich habe meine Untergebenen sinnlos geopfert.
das Erbstück eines Soldaten benutzt es. Ein Wario-Schwert. Wario, meine ich mich ganz dunkel zu erinnern, ist gar kein schlechtes Schwert. Ja, wobei, es hat, der Vorteil, es hat 4 freie Slots, beziehungsweise 3 freie Slots hat es noch und Angriff plus 3%. Allerdings das Ruderherz genauso, bloß dass es Angriff plus 5% hat, deswegen bleiben wir natürlich dabei plus 5%. Beim letzten Endbosskampf hätte ich theoretisch das Soldatenschwert noch benutzen können, aber sei es drum. Das Ruderherz, das blaue Wasserschwert, hat einfach mehr Stil. Und da habe ich mehr ungewollt Albed-Lexikon Band Nummer 11 gefunden, das sich da hinter einer Säule versteckt hat. Und das war, wenn man es nicht weiß, ist es glaube ich mit das schwierigste Lexikonband, das man finden kann. Dadurch wissen wir, dass das G in der Albed-Sprache zu einem K wird. Es war wirklich, wenn man es nicht weiß, dann läuft man wirklich einfach an diesem Lexikon vorbei. Deswegen, vor jeder Aufnahmesession, die ich mache, gucke ich nochmal ganz kurz ins Final Fantasy Wikipedia, um da zu gucken, welche Albed-Lexika als nächstes auf mich warten, damit ich auch bloß keins vergesse. Und dieses eine Albed-Lexikon da gerade eben ist wirklich eins, was man sowas von sehr leicht übersehen kann. So, hier übrigens nochmal neue Gegner, wobei der Panzer, der ist auch nicht neu, oder? Aber ich glaube, der Eispudding ist neu. Da hat sich das Ex-Eis auf jeden Fall gerade gelohnt. Tidus kommt mal eben rein, um den Wolf oder den Isegrim, flinkes Monster, zu erledigen. Sogar mit einem Vernichtend. Sehr schön gemacht. So, Walker darf auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte holen, indem er blockt. Ich hoffe, Eis geht auf Owen. Perfekt. Der hat nämlich auch noch einen Ex-Eis-Zauber um sich schweben. Das war ja schon fast wie gewollt. Ja, du weißt doch genau, was als nächstes kommt. Eispudding ist natürlich anfällig auf feurige Hitze und noch ein Vernichtend hinterher. Was uns mehr Erfahrungspunkte und im Optimalfall auch ein paar mehr Items beschert. Und die S-Level steigen schon wieder so ein bisschen. Aber gut, ich möchte mich jetzt hier nicht mehr so viel mit Zufallskämpfen aufhalten. Wir wollen uns im Tempel ausruhen. Aber wir sind Abtrünnige, weil sie gegen die Leitsätze von Yevon verstoßen haben. Keine Ahnung, ob sie uns überhaupt Zutritt gewähren. Ach ja, hier gibt es Monster, die Menschen versteinern, denn das hier hat Schutz. Ring der Starre erhalten. Und das wiederum schützt uns natürlich vor Versteinerungen. Ein Steinwall. Das ist eine sehr gute Eigenschaft. Es gibt ja Stummschutz, seht ihr zum Beispiel. Genauso gibt es auch Steinschutz und Steinwall. Der Unterschied besteht darin, Steinschutz ist eine verschwächte Form, die uns nur zu 50% vor einer Versteinerung schützt. Ein Steinwall hingegen schützt uns zu 100% vor Versteinerungsattacken. Also sprich, Wallfähigkeiten sind auf jeden Fall immer die besseren. Allerdings, die Route ist jetzt auch nicht mehr so lang. Ich glaube, ich bleibe erstmal beim Vulkanring. Denn ich glaube, in nächster Zeit werden auch nicht mehr so viele Monster auftauchen, die uns sonst noch versteinern können. Bis auf eben diese Obelisken. Apropos Obelisken, da sind gleich die nächsten am Start. Beziehungsweise Basilisken natürlich. Wie kommen denn hier auf Obelisken? Obelisken sind natürlich diese riesen Steinbauten. Ich glaube, aus der griechischen Mythologie. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall haben wir noch eine Ekstase-Technik offen. Und wisst ihr was? Wir setzen die einfach mal ein. Oh, da habe ich das erste Mal, glaube ich, daneben gehauen bei vieles Ekstase-Technik. Aber egal, hat der doch noch ganz gut geklappt. Und ich glaube, der Schlafhieb, der ist bei 2 Basilisken eigentlich ganz praktisch. Dann können wir einen auf jeden Fall ins Reich der Träume schicken. So bekommen wir auf jeden Fall nur einen Perseus-Blick ab. Aber den können wir natürlich heilen, hatte ich glaube ich schon irgendwann am Anfang ganz kurz gesagt. Entweder mit Items, ich weiß gar nicht, ob wir welche haben. Das müssten Goldnadeln sein, aber ich glaube, die haben momentan gar keine. Hätten wir glaube ich aber schon bei Oaka kaufen können. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit, nämlich unser Weißzauber Medica, der alle Zustandsveränderungen heilt. Wobei nicht alle. Aber dazu im späteren Verlauf des Spiels noch etwas mehr, denn es wird noch einige weitere Zustandsveränderungen
hinzukommen, die wir bislang noch nicht gesehen haben. Wow, das war ein Critical. Sehr schön gemacht, Robin. Kimari hat auch noch nicht drauf gehauen. Eigentlich müssen wir mit Kimari ja Richtung Schwarzmagie ein bisschen gehen. Einen hat er ja immerhin schon. Mit den Eismagie. Zauber. Mal gucken, wie viel Schaden er macht. Wobei seine Magie ist genauso schwach wie sein physischer Angriff. Dann holen wir doch nochmal Tiges kurz rein. Und der soll den Basilisk. Ich sag schon wieder Basilisk. Ja, doch, Basilisk. Wieso? Ich bin völlig verwirrt, liebe Leute. Ich kann einen Basilisken nicht von einem Obelisken unterscheiden. Das ist schon ein bisschen traurig. Und da wir wollen, dass dieser Basilisk noch ein bisschen schläft, greifen wir erstmal magisch an. Ach, wisst ihr was? Ich habe nicht mehr genügend Geduld. Hauen wir einfach drauf. Dann seht ihr auch, sobald man ihn physisch attackiert, wacht er eben sofort wieder auf. Aber wir können versuchen, ihn zu erblinden. Wobei, ich glaube, da ist er auch immun gegen, oder? Nee, ist er nicht. Er ist blind, diese Blindschleiche. Und haut natürlich dementsprechend erneut daneben. Ja komm, Lulu, wie viel MP hast du eigentlich noch? 84. Da können wir ruhig nochmal einen Feuerzauber raushauen. Und den Basilisken ins Reich der Toten schicken. So, wir haben 280 AP. Das ist wirklich ganz ordentlich. Und wir bekommen ein Bruchschwert. Und natürlich wieder wichtige Abilities für Heroiden, die uns oder bei uns immer noch momentan ziemlich seltene Items sind. Aber was macht das Bruchschwert denn? Oh, Steinschlag. Können wir vielleicht sogar behalten. Aber ausrüsten werden wir es momentan noch nicht. Weil wir gegen die Leitsätze verstoßen haben, sind alle meine Freunde tot, nicht wahr? Es war ein großer Fehler, uns auf die verbotenen Markinger zu verlassen. Hier, als Zeichen meiner Buße. Das Medium soll es benutzen. Ein Äther. Vielen Dank. Ja, und es sieht fast so aus, als ob man ohne Media dieses Riesenviech nicht klein bekommt. Bei der Küstendefensive von Josi letztes Jahr hatten wir viele Tote zu beklagen. Doch dieses Mal ist es kein Vergleich. Yevon hat uns bestraft. Soll das heißen, dass es so eine Offensive schon mal gegeben hat? Das habe ich auf dem Schlachtfeld gefunden. Bitte benutzt es. Eine Mega-Potion. Auch hier vielen Dank. So, ich lege mich mal fest, das hier wird auf jeden Fall der letzte Zufallskampf auf dieser Straße. Und ich glaube, wir haben gerade unsere drei langsamsten Charaktere vorne. Deswegen erstmal die Gegner zum Angriff gekommen sind. Robin, bitte mach den Platt. Bitte mach... bitte was? Bitte mach den Platt, wollte ich sagen. Da sind wieder mehrere Wörter durcheinander gewürfelt worden. In meinem Mund. Wow, und Wokka kriegt nicht mal diesen Geier da down. Du enttäuscht mich, mein lieber Freund. Da muss Lulu mal mit einem Feuerzauber eben nachhelfen. Sollte auf jeden Fall ausreichen. Sogar vernichten. Wow. Also Wokka, was ist mit dir denn los? Ich glaube, er muss mal wirklich in die Kraftkammer, um ein bisschen zu trainieren. So, und Tiges macht den finalen Schlag. See ya soon. Oder hoffentlich nicht. Denn wir wollen nicht ins Reich der Toten. Noch ein bisschen AP. Pass für Heroiden. Und dann reicht es doch erstmal wieder mit Zufallskämpfen. Es versteht sich von selbst, die Leitsätze zu befolgen und den Verletzten zu helfen. Natürlich gewähren wir der abtrünnigen Bürgerwehr Schutz in unserem Tempel. Sie wurde hart genug bestraft und soll nun wieder in unsere Mitte aufgenommen werden. Der Segen Yevon sei mit euch. Eine High Potion, vielen Dank. Also die Bürgerwehr findet tatsächlich Schutz im Tempel. Hey, how much longer till Zanarkand? Still a ways. First down the Moonflow to the Guado city of Guado Salam. Then we cross the Thunder Plains to the Temple of Makalania. Oh, boy. And before that, we get to pray at the temple in Jose. We can't just skip all that, can we, huh? Mm-mm. I have to pray to the faith in every temple in order to earn the final Aeon. That's a summoner's training. She's got to prepare mind and body, all just to get ready for the final summoning. Must be tough, Yuna. I'll be fine with you here.
Und Juno ist weiterhin. Da ist der Jeven-Tempel Josi. Kurz vor unserer Nase. Bei dieser kleinen Weggabelung. Ja, und Juno ist immer noch gut drauf. Zumindest von außen. Aber das haben wir beim letzten Mal am Ende des letzten Partes auch erfahren. Von Kimawi, der beim letzten Mal tatsächlich das erste Mal zu uns gesprochen hat. Dass sie ihre fröhliche Fassade einfach aufrechterhalten muss. Aber gut, folgen wir jetzt mal unserer Truppe. Hey, new guy. Oder auch nicht. Who else? What can I do for you, boss? Don't tell Yuna you know about Sin and Jekt. Huh? You know her. She would distance herself from you. We do not want that. I see. I think. Yeah, but even if I did say something, no one believed me, you know? Yuna would. Ah, you have a point. Come to think of it, did I really have to know about Jekt? What about my feelings? Better than you finding out at a critical moment, becoming emotional. What? Me? Emotional? I heard you were quite the crybaby. Yeah, maybe when I was a kid. Maybe even a little now. Just a little. Hey, I still don't buy your story, you hear? Aber alle Indizien sprechen dafür, dass Robin die Wahrheit sagt. Aber gut. Dann mal auf zum nächsten Tempel. Wow. Erdbeben? Was zur Hölle war das? Ach, und guck mal an, wer da ist. Lucille und Elmer und der andere Typ, dessen Name mir gerade entfallen ist. Yuna, it is good to see you and your companions are well. Yourselves as well, Captain. We were worried. Praise be to Yevon. We escaped with our lives, but our troops were decimated. Of all our chocobos, only this one made it. We make pretty poor chocobo-mounted forces without chocobos. We turned our backs on the teachings and cast away our faith. This is our just reward. Ja, eine gute Frage. Und ein einziger Schokobo ist übrig geblieben. Klesko, so heißt der. Never have ignored the teachings. Ja, das hättet ihr euch vielleicht vorher mal überlegen müssen. Just you now, but don't worry, we're here for you. Och, ich liebe dieses Schokobo-Geräusch in diesem Spiel. Hallo, ich möchte mich noch mit Lucy unterhalten. So many died in vain. It was a mistake. Tja, Reue kommt bekanntermaßen immer zu spät. Is that the Jose Temple? Und schon wieder ein Erdbeben? What the fuck? Und das sieht nicht aus wie ein Tempel. Übrigens sehr interessante Musik. What the fuck? Jo, das hat was. The Lightning Mushroom Rock. It only opens when a summoner is addressing the Faith. That means another summoner is already in there. Another summoner? What if it's Donna? Oh nee, bitte nicht. Right, in we go. Wobei, was ist eigentlich mit Donna passiert, wo er sie jetzt gerade erwähnt hat? Denn sie konnte ja damals durch den Funguspass nicht hindurch. Musste sie einen anderen Weg vielleicht finden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was man vielleicht unschwer erkennen wird, dieser Tempel hier ist der Tempel des Blitzes. Der letzte Tempel, der war ja schon ein bisschen her, der von Kidika nämlich, war der Tempel des Feuers und der hier des Blitzes. So, und die Bürgerwehr ist uns hier auch noch bis zum Tempel gefolgt. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um und finden 4000 Gil. I would pray for those fallen in battle. But how? How can I enter the temple after what we have done? Der eine Priester hat aber gesagt, auch den Verstoßenen wird hier I've been thinking about the future. Zuschlupf gewährt, wollte ich sagen. The monks said we could stay here for a while.
genau das. Aber vielleicht dürfen sie nur außerhalb des Tempels, das kann natürlich sein, sich aufhalten, keine Ahnung. Da haben wir noch ein kleines Gasthaus oder ähnliches. Gehen wir da mal kurz rein. Und wir haben vor allem auch einen Speicherstand. Mal kurz unsere HP auffrischen. Ach, und guck mal, wer da sitzt. Vom Busch etwas versteckt und bedeckt. Where is he? I found him. He was torn in half. That idiot. What? What do I do now? I can't do this. I'm going back to Besaid. Tja, und schlussendlich kann er dann eben doch froh sein, nicht an der Front gekämpft zu haben. Luso ist also gestorben. Und an dieser Stelle sei gesagt, ich habe an irgendeiner Stelle noch eine Dialogoption mit Gata verpasst. Denn es hätte durchaus die Option gegeben, wir hätten an irgendeiner Stelle, ich weiß leider nicht mehr wo, Gata nochmal, ja praktisch Mut zusprechen können, dass er sich am Kampf beteiligt. Hätten wir das gemacht, wäre er, ich sag jetzt einfach mal an dieser Stelle, wäre er anstelle von Luso gestorben. Und Luso wäre jetzt hier an dieser Stelle. Eigentlich wollte ich das auch euch zeigen, weil ich es selber noch nicht gesehen habe. Auch bei meinen ersten drei Playthroughs habe ich immer Gata an dieser Stelle gehabt. Ich weiß nicht genau wo, aber an irgendeiner Stelle habe ich leider eine Gesprächsoption mit Gata übersehen. Hier finden wir 4 Ability-Theorien, sehr gut. Die werden uns auf jeden Fall noch nützlich sein. So, gehen wir nochmal kurz in das Mini-Gasthaus. Auch wenn das irgendwie unnötig ist, genau vor einem Tempel so ein Gasthaus zu bauen. Ach, und guck mal an, da ist eine Truhe. Die möchte ich haben. Ist das Lu... Wollt ihr mich verarschen? Ist das Luso da... Das ist Luso da hinten. Selbst ich bei diesem Let's Play erkenne noch Sachen, die mir vorher nie aufgefallen sind. Da liegt tatsächlich die Leiche von... Alter Walter. Das wusste ich ganz ehrlich selber nicht. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Die Verwundeten der Bürgerwehr irren am Eingang des Abyssums herum, beziehungsweise Farplane, der englische Begriff dafür. Keine Besuche, lass sie bitte schlafen. Okay, ich glaube, er schläft. Oder ist das einfach nur für die Option, was ich gerade erzählt habe, wäre Gata gestorben? Vielleicht hätten wir Luso dann gar nicht ansprechen können, sondern er liegt so oder so da hinten zum Schlafen. Ist das ein Fehler im Spiel oder ist das jetzt tatsächlich seine Leiche? Was schreckst du uns deine Hand fast ins Gesicht? Sehr interessant. Was können wir hier machen? Willkommen im Gasthaus. Ausruhen brauchen wir nicht, weil wir einen Speicherstand direkt davor haben. Ausrüstung können wir mal ganz kurz gucken. Angriff plus 5%, Durchschlag. Okay, das sind jetzt Gegenstände, die wir nicht so wirklich brauchen. Mal ganz kurz noch bei den Items gucken. Ach, guck mal an, da können wir jetzt auch Goldnadeln kaufen. Zum Stückpreis von 50. Da werde ich mal sicherheitshalber ein paar kaufen. Ecokraut ebenfalls. Augentropfen haben wir genügend. Antidot machen wir mal 1. Wenn jetzt wieder, dann können wir auch mal 2 kaufen. Potions brauchen wir nicht. Wir können immer noch keine High Potions kaufen. Wundert mich ein bisschen. Vielleicht können wir es auch nur hier in diesem kleinen Minishop nicht tun. Ist auch egal, liebe Freunde. Ich würde sagen, in den Tempel selber gehen wir erst beim nächsten Mal hinein. Wir werden nochmal kurz zum Abschluss schnell die S-Level verteilen. Und, oh, wir können noch ein weiteres Feld nach vorne. Da sehen wir schon die nächste Fähigkeit für Owen, nämlich den Magiebrecher. Und der verhält sich eigentlich genauso wie der Kraftbrecher, nur dass der magische Angriff des Gegners dadurch reduziert wird. Das werden wir bestimmt demnächst in dem ein oder anderen Kampf auch noch live sehen. So, mit Lulu gehen wir mal bis hier hin. Und dieses freie Feld würde ich gerne in ein anderes Feld umwandeln. Und zwar ist die Frage, wir könnten jetzt in einen HP-Angriff, Magie oder Fortuna-Theroiden das umwandeln. Aber für Lulu ist, glaube ich, am praktischsten der Magie-Theroid. Deswegen werden wir ihn da mal mitten rein platzieren, damit sie ihre Magie noch weiter verbessern kann. Denn ich sage schon mal so viel, ein anderer Charakter wird früher oder später genau dieselbe Route ablaufen. Deswegen
an dieser Stelle werde ich da einfach mal einen unserer seltenen Magie-Steroiden benutzen und opfern. So, mit Tidus ging auch ein bisschen in diese Richtung weiter vor. Dann haben wir schon wieder ein Level 1 Pyropass. Aber der bringt uns nicht so viel, bis auf MP plus 40. Das ist gar nicht so schlecht. Allerdings Magie braucht er nicht wirklich. Ich glaube, da bleiben wir erstmal auf der Hauptroute, ohne große Umwege zu gehen. Und so langsam gehen uns auch die Wundersphäroiden aus. Ich glaube, ich muss offscreen tatsächlich irgendwann demnächst mal ein paar Spheroiden farmen. Diese Probleme hatte ich ehrlich gesagt, kann ich mir zumindest nicht dran entsinnen, dass ich solche Probleme irgendwann mal gehabt habe. Außer mit den Ability-Spheroiden, das kann gerade am Anfang des Spiels auftauchen, aber ansonsten, dass zum Beispiel so wenig Wundersphäroiden bei uns im Besitz sind, wundert mich. Aber kein Problem. Kimari hat auch ein bisschen was dazu gewonnen. Mit Luna müssen wir hier weiter lang, oder? Nee. Ach, Lunas Name verdeckt, glaube ich, gerade den weiteren Weg. Oder? Hä? Moment. Ich bin verwirrt. Wo müssen wir da mit Luna lang? Ach, und dann hier. Ah, und dann hier nach unten. Alles klar. Da müssen wir die Ausfahrt praktisch nehmen. Genau hier hin. Kann man auch mal ganz leicht übersehen. Und einen weiteren Wundersphäroiden, um die Zauberabwehr zu steigern. Und dann sind wir mit der Gruppe auch schon wieder so weit durch. Und der Spielstand, beziehungsweise Speicherstand, der direkt neben uns steht, den kann ich gleich mal benutzen. Und Speicherstand Nummer 4 zu überschreiben. Und an dieser Stelle bedanke ich mich gleichzeitig für euer Zusehen bei diesem Part von Let's Play Final Fantasy X. In diesem Part ist mal wieder nicht so viel passiert. Wird es auch häufiger mal geben, dass es ein, zwei Parts immer wahrscheinlich auch vielleicht mal am Stück geben wird, wo wir einfach nur ein Monstergebiet oder eine Straße durchqueren müssen mit einigen Zufallskämpfen, bevor wir mit der Story dann weitermachen können. Und beim nächsten Mal werden wir also diesen beeindruckenden Josei-Tempel betreten, wo wahrscheinlich die nächste Tempelprüfung auf uns warten wird. Aber wie genau die aussieht, erfahrt ihr nur, wenn ihr wieder einschaltet. Würde mich sehr freuen. In dem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.